Und Bündnis 90 die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, es waren die Streiks um die 35-Stunden-Woche, die zum Anti-Streik-Paragrafen geführt haben. Und es war Norbert Blüm, der das durchdrückte gegen den erbitterten Widerstand der Gewerkschaften. Der damalige schwarz-gelbe Angriff auf die Streikfähigkeit war heftig und hat insbesondere natürlich die IG Metall und die IG BCE getroffen. Aber das Vorhaben ist missglückt. Die Gewerkschaften haben sich auf die neue Situation eingestellt. Und sie sind heute noch immer hervorragend organisiert. Und dieser Leistung gebührt unsere Anerkennung und auch Respekt. Ja, und heute kommt die Linke und zaubert diese Vergangenheit aus dem Hut. Ich bin wahrlich viel mit den Gewerkschaften im Gespräch, aber ich höre keinen aktuellen Anlass, dieses Thema auf die Tagesordnung zu setzen, es sei denn, man möchte jetzt während der Tarifrunde und vor dem 1. Mai einen symbolischen Antrag stellen. Das wird aber, und das möchte ich mit aller Deutlichkeit sagen, diesem ernsten Thema nicht gerecht. Für uns Grünen ist die Tarifautonomie ein hohes Gut, aber die Tarifautonomie funktioniert natürlich nur dann, wenn ein Gleichgewicht der Kampfmittel gegeben ist. Und in diesem Sinne ist die damalige Änderung natürlich unzureichend, denn mit der kalten Aussperrung, eben ohne Kurzarbeitergeld, wurde die Arbeitgeberseite gestärkt zulasten der Gewerkschaften. Und Herr Kohl bestimmt einfach nicht, dass die Spieße, so wie Sie es ausgedrückt haben, gleich lang sind. Und deshalb hat ja auch das Bundesverfassungsgericht in § 146 SGB III als gerade noch verfassungsgemäß bezeichnet. Es hat zwar nicht die rote, aber sozusagen die gelbe Karte gezogen. Und heute fordert die Linke einfach nur die alte Regelung. Wenn wir aber Chancengleichheit, Kampfparität und auch Neutralitätspflicht der Bundesagentur für Arbeit herstellen wollen, müssen in einer verflochtenen Wirtschaft die mittelbare Streikbetroffenheit und auch die kalte Aussperrung beurteilt und definiert werden. Es müssen also Kriterien entwickelt werden, die auch zeitgemäß sind. Diese Auseinandersetzung ist wahrlich nicht einfach und müsste ausführlich im parlamentarischen Verfahren mit den Sozialpartnern, und zwar mit den Gewerkschaften, wie auch mit der Wirtschaft, geführt werden. Aber diese spannende Diskussion soll ja nach dem Willen der Linken nicht stattfinden, da wir ja heute sofort abstimmen werden. Ich sagte es schon mal, dies wird diesem komplexen Thema eben nicht gerecht. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, der Anti-Streik-Paragraph und die veränderten Kräfteverhältnisse waren selbstverständlich für die Gewerkschaften eine große Herausforderung. Insbesondere die IG Metall musste ihre Streikstrategie verändern und auf die immer stärkeren Verflechtungen, die langen Lieferketten und eventuelle Fernwirkungen beim Arbeitskampf beachten. Und doch haben gerade die IG Metall und die IG BCE stets gute Lohnabschlüsse erzielt, aber Herr Kolb, aber Sie haben in den letzten 10 Jahren oft den verteilungsneutralen Spielraum nicht ausschöpfen können. Jetzt stellt sich also die Frage, liegt das ausschließlich am Anti-Streik-Paragraphen oder gibt es auch andere Gründe? Welche Antworten sind notwendig? Will man die Gewerkschaften stärken? Aber auch diese inhaltliche Diskussion können wir ja jetzt durch die Sofortabstimmung nicht führen. Und wieder muss ich sagen, eine ernsthafte Debatte sieht anders aus. Mein Fazit ist also, bei diesem Thema wäre ein normales parlamentarisches Verfahren mit Anhörung wahrlich angemessen, denn das Thema ist komplex und übrigens auch hochspannend, zumal der Anti-Streik-Paragraph damals gesellschaftlich extrem umstritten war und die Gemüter bewegt hat. Sie, die Linke, machen leider daraus nur ein Spektakel, und deshalb werden auch wir Grünen uns enthalten, denn wir wollen bei diesem Spiel nicht mitmachen. Vielen Dank. Das Wort hat nun Paul Lehrieder für die CDU-CSU-Fraktion.